Und dann mit dem Epix und dem Christian aus Remscheid, alias Professor Cox und dem Amitek Jawohl, aus Hallihallo. Wuppertal. Ja, wir lassen das Intro jetzt mal durchlaufen. Die Geschichte ist folgende. Sehr schön gemacht von Disney, muss man ganz ehrlich sagen. Wunderschöne Grafik. Disney hat wirklich auf dem Mega Drive da richtig tolle Sachen gemacht, wie auch auf dem Super Nintendo, aber auf dem Mega Drive fand ich die Sachen natürlich geiler. Ja, und die Geschichte ist folgende. Vielleicht komme ich dazu, die gleich euch zu erzählen. Mickey und Donald üben. Irgendwie schöne Musik auch dabei. Für so eine Magiershow. Und während die beiden üben, entdecken die da so ein Zauberbuch. Ui. World of Illusion von Ende 92, so gedreht. Jo, 92 steht im Text. Genau. Jetzt können wir So. Start drücken. Jo. Ja, die Geschichte ist folgendes. Jetzt dürfen wir nicht Start drücken. Eines Nachts, Mickey und Donald übten für ihren magischen Auftritt. Nach unten drücken einmal mit der. Und während Donald überrascht rückwärts gestolpert ist, tipperte in irgendeine merkwürdige Szenerie. Hinter der Szenerie, also hinter diesem Gezumpels, versteckte sich eine magische Box mit handgemalten, ich weiß auch immer, Curtain ist, keine Ahnung, mit handgemalten Curtain. Oh Oh Junge, boy! Ja. verdammt. Das werden wir in unserer magischen Schule mitbenutzen, sagt Donald. Ich bin mir sicher, ob das eine gute Idee ist, sagt Mickey. Ich bemerke ein starkes Glühen hinter dem Curtain. Curtain ist, glaube ich, ein Vorhang. Okay, ja. Aber es war zu spät. Donald hat sich already hat sich bereits reingeschlichen, ist also in den reingegangen. Boff! Die Decke, was auch immer, Vorhang flatterte und Donald verschwand auf einmal. Mickey ging einen Schritt hinein und puff, schaute sich die Box an und bams, war er auch verschwunden. Ein lautes, knallendes Echo schallte aus der Dunkelheit und eine böse Stimme sagte: Ihr seid gute Magier in eurer Welt, aber hier in meiner Welt, da wird es sich zeigen, ob ihr noch mehr Tricks lernen könnt, um auch nach Hause zu finden. Ich kann euch helfen. Ich werde euch einen Weg rauszeigen aus meiner magischen Box. Wenn wir ihn Nur wenn finden ihr und mich besiegt, besiegen, ne? genau. Gut. Jetzt glaube ich den C-Button drücken. Auf Zeitlimit Ja. gehen. Den C-Button drücken. Ja. Ja, er sucht. Ja, genau. Und Start. Let's start. Ja. Eben mal alle Knöpfe nochmal testen. Ah, es wollte. Ah, der Mickey dreht mich. Oh, ich stehe auf Mickey. Das gefällt mir am besten. Wenn du spielst und ich laufe mit. Das kenne ich irgendwie noch von DayZ, wenn du fährst und ich in der gekommen bin. Genau. Wie gesagt, Können schnell wir mal aufnehmen jetzt. auch. Ja, gut. Auch Ami ist natürlich die Mickey Maus. Ami hat die großen Ohren. ja, und der Donald hat den dicken Schnabel. Das ist eine Yeah! Schwierigkeit. Sie nennen es Schnabel. Den dicken Hammer, genau. Warum hast du einen Schnabel auf? Warum hast du dicke Ohren? Ach komm, lass wieder ein. Ja. Nimm du ruhig. Ich muss erst mal noch mal ein bisschen gucken, wie das geht hier. Ja, ich habe damit auch tierische Probleme mit diesem. Das war nicht nett. Oh, eine Lustfee. Genau. Eine Lustfee? Wo kommt die denn her? Da. So, jetzt kommt was Schönes. Alle hopp! Komm, pack dein Lasso aus. Wir spielen Cowboy und Indianer. Juhu! Ja, wunderschön. Ja, du müsstest mich auch noch abholen unten, Achso, ne? ja, da war doch irgendwas noch. Krieg ich nicht den Sack damit? Ja, versuch mal den Sack zu kriegen. Muss ich hier runterhüpfen Ich oder meine, was? ich muss mal gucken, ob ich den Sack krieg. Moment. Ja, du musst eben ein Seil rausholen. Da schnapp ihn dir. Oh. Ist eigentlich relativ kindgerecht gemacht, auch dass der so einige Sachen durchgehen lässt. Aber es gibt auch ein paar ganz gemeine fiese Stellen hier bei Sonic. Bei Mickey und Donald. Sonic. Bei Ja, Sonic gibt's das bestimmt Sonic. auch fiese Stellen. Ja, Sonic ist sogar noch ein bisschen. Das ist eigentlich nicht so schwer. Warte, jetzt hol ich Ah, das hier mal. hilf! Okay, aber dafür habe ich einen Sack gekriegt. Hast du gesehen? Ja.
Ja. Ihr müsst mich mal wieder abholen, ne? Erstmal die Kohle kassieren. Ich werde mal gleich gucken, du bist voll mit Karten. Ich werde mich gleich oben an den Bonbon mal aufladen. Das ist nämlich ein Bonbon. Da komme ich wieder hoch. Ja, an das Spiel habe ich schöne Erinnerungen zur Weihnachtszeit da. Nicht jetzt das Ding holen, die Pille. Nein, nicht holen, das ist eine Energiepille. Nein, die brauche ich gleich. Okay, okay. Du kennst doch, dass ich immer alles einsammeln muss. Das ist ein Reflex, ja. Weißt du? Zack, liegt aber zack, eingesammelt. Das ist, da haben wir einen Powerbuff. So, ich springe jetzt mal rüber. Warte mal, eben gucken, wie die, genau, das war der. Der mittlere Knopf. Vorsicht, Vorsicht! Hat's dich getroffen, ja? Ist ja mich zu laut oder so? Nein, ne? Perfekt. Supi. Was ist denn mit den Blumen? Können wir die kriegen? Kriegen wir da was dafür? Guck mal, ob wir da noch was hatten. Ich hab jetzt ganz vergessen, ob da noch irgendwas holen ist, wenn uns was Cooles. Ey, da ist nichts zu holen. Oh, die Assis sind hier wieder. Da, das ist, das hab ich ganz vergessen. Das merkt sie sich nicht, wenn wir die platt gemacht haben. Okay. Hm. Warte, warte, warte. Das sind Diamanten! Vorsicht. Die kriegen wir nicht, oder? Die Diamanten da? Nee, die können wir nicht kriegen. Das sind zu dicken Arsch, du kommst da nicht durch. Warte mal, probier mal. Nur weil ich eine Ente bin, wa? Boah, tatsächlich, geht nicht. Warum? Nimm dicken Arsch, oder? Okay, das ist... Das war nicht nett. Was war das denn? Man muss auch sagen, was auffällt, sehr schön, ist auch diese MIDI-Musik vom... Also MIDI-ähnliche Musik, da steckt Yamaha Synthesizer drin beim... Ja, ja, Yamaha, genau. Und das ist gar nicht schlecht, der ist eigentlich schon recht, recht weit entwickelt gewesen. Nur hier so Sprachausgabe. Die wievielte Konsole war das denn eigentlich hier von Sega? Ich glaube die dritte ist, dritte oder vierte. Es gab damals das Sega 1000, dann kam das Master System, dann kam das Mega Drive. Nee, die dritte ist das, glaube ich. Das Sega 1000 ist nicht so bekannt. Ah genau, davor war das Master System, dann kam das Mega Drive, das stimmt. Ja, davor gab's das Sega 1000. Spring mal auf die drauf. Stopp, kam noch, komm zurück, komm zurück. Oder? Ich muss mich hochholen, ich komm nicht hoch. Das kann ich leider nicht an jeder Stelle machen. Dann habe ich's verkackt, glaube ich. Jungs. Ja? Was denn? Hallo? Ja. Ja, was Hallo? Denn? Dann kam nur noch Mega Game Gear, ne? Oder? Ja, ist aber dieselbe Kategorie wie Master System von der Technik her. Nur dass das Game Gear halt dieses Mini-Ding war. Stoppt langsam. Also. Ja, die alle großen Helden sind anscheinend hier momentan nicht. Doch, warte mal. Einen Moment. Bleib mal da stehen. Es macht keinen Kappes. Jungs, ich bin 6 Sekunden hinten, ne? Nur zur Info. Ja. Ja. Na komm, da kommst du mit der dicken Kiste durch. Ah, Moment. Steuerung ist also gut. Wie gesagt, das ist auch jetzt nicht so schnell. Ja, wenn ich jetzt gleich wieder Bonbons brauche. Runter mit dem Arsch. Genau. Ich werde mal aus Sympathie... mit. Hättest du die jetzt besser gebrauchen können, oder was? Nein, nein, du warst auch noch nicht voll. Ich wusste auch nicht, dass die da drin sind. Muss man gleich aufpassen. Na gut, ich habe das auch nicht mehr so. Komm, ich habe ja nicht jeden Jumpman in der Birne. Hat einer mal gepostet, dass wir hier spielen in Facebook? Mit Link. Christian, wäre vielleicht mal dein Job. Mach doch mal einen Screenshot. Oder, keine Ahnung. Poste mal. Ja,
Ja. Ich meine, ich twitter das ja hier zu meinen Followern, aber es sind halt auch ja, nicht viele, ne? Das ist trotzdem besser. Oh, ja, pass auf. Ich sehe auch gerade gar nicht, wie viele Leute. Hab ich schon gehört. Das ist mein Twitter, ne? Ja, ja. Ja, hast du Facebook gepostet, Christian? Was ja, ich da? Ja, super. Folgendes, Ja, mach ich jetzt. Ja, mach ruhig. Pass auf. Warte. Du runter. Ich runter. Ah, okay. Das ist gut. Runter, 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 runter. Runter. Ja, genau, so ist das richtig. Ich weiß aber nicht mehr, wie das ganze Spielchen jetzt ausging. Und das mit den Kötteln, das lässt sich nicht vermeiden, die da schon mal rausspringen. Kötteln? Ja, ich nenne die Dinger mal Kötteln. Schnell, 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 schnell. Sonst sind wir gleich gefickt. Das ist ja schon Arbeit hier. Wie gesagt, das Dumme ist, ich weiß nicht mehr. Oh. Mit den Kötteln, die da rauskommen, das sind keine Köttel, aber die sehen aus wie Köttel. Nice. Folgendes, jetzt kommt was, lass mich erstmal bitte erklären. Nein. Ach doch, doch, ganz wichtig. Learning kommt, by doing. Hier kommt gleich eine Spinne. Du darfst doch, nein, das darfst du jetzt nicht machen, weil sonst gleich, weil ich sonst im Arsch bin. Das sind Spinnfäden. Die gehen kaputt. Ich sehe es, ich bin fast durchgefallen. Warte, 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 warte. Vorsicht, da müssen wir aufpassen, dass wir da nächstes gleich abkacken. Hier stehen bleiben, wo ich jetzt bin. Oh fuck. Ist egal. Wie ist egal? Und jetzt? Spring mal dahin, wo die Spinne ist. Und dann gehe ich kaputt, oder was? Ich weiß nicht mehr genau, wie es geht. Ja, oder das nächste ist richtig, du bist richtig, du bist richtig, hast recht, das ist genau, genau. Folgt dem Ding, folgt dem Seil schnell, folgt dem Seil. Uah. Ah, jetzt fehlst du, ne? Pass auf, da musst du hochspringen, nicht in die Mitte gehen, sonst fällst du durch. Wie wir gerade gesehen haben. Kommst du dann gleich nochmal wieder oder bist du jetzt für immer weg? Ich komme nicht wieder. Stopp nicht so schnell, sonst fällst du runter. Nicht über die Spinne laufen. Stopp! Ja, genau, richtig. Hast du es richtig erfasst? Ja, du schnallst das schon. Ja, genau. Wie ja gar nicht so doof, wie es manchmal aussieht, ne? Ja, es ist schon. Ist schon gar nicht so, so schlecht, was du da ablesst. Jo, super. Vorsicht, 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 weiter, 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 hochspringen, hochspringen! Nein! Ah, ja, wenn man groß Schnauze hat, dann ist das. Okay. Ah, jetzt bist du dran, André. Weißt du, das ist nicht der richtige Weg, aber ich will mal wissen, wohin das führt. Ich sehe die Viewer gar nicht. Wie viele Viewer sind wir denn jetzt zurzeit? Komm, André, kriegst du hin, Mensch. Wenn ich mich erstmal wieder eingespielt habe hier, dann geht das ab wie Schmitzkatze. Ja, da flupp, flupp, flupp. Scheiße, falscher Knopf! Na. Doch, falscher Knopf. Oh. Ich glaube, bei der aus dem Spiel wird der Christian noch nicht mal über den ersten Level rauskommen. Schampenbrand sind nämlich ganz, ganz böse. Was? Was soll das denn heißen? So wie ich das gesagt habe. Wir sind schon recht gut. Naja, für den Anfang ist halt okay.
Aber es ist halt kein Sonic. Wenn du die ganze Zeit Sonic gespielt hast, merkst du schon, dass du da so ein bisschen versaut bist von der Steuerung. Christian und ich haben gestern ein bisschen Sonic gespielt. Sonic ist geil. Kannst auch zu zweit spielen, Wettrennen. Sonic 2. Ja, aber war doof. Ja, super. Was ist das? Ja, du bist weiter. Du willst nochmal continuen. Mach jetzt ruhig. Ich mach jetzt, ne? Ja. Komm, wie mich, da passt schon. Ja, und einfach Start drücken. Nein! Nein! Ich bin verloren, oder was? Ich will den Donald. Wo bist du jetzt? Ja, wir haben nur noch ein Continue left. Warst du auch tot? Nee, wir teilen uns die Twice. War nur noch 1-3-3. Jetzt spiel ich alleine oder was? Ja. Aber wir können das gerne gleich nochmal probieren. Wir werden ja immer besser dabei. Ich hol mal eben noch ein Bierchen. Ficky, 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 fick. Oh, selbe Scheiße wie gerade, Mann. Warte. André, wenn ich das auf TSA poste, musst du das nicht freigeben? Nein. Kommt hier so ein Boss oder wann? Ja. Der kommt von oben nach unten und immer wenn er so nicht angreift. Achso doch, so geht das doch. Wie war das nochmal? Ja genau, so kannst du ihn auch kriegen. So kriegst du nicht, genau so war das. Vielleicht zeigt er dir zwei lustige Finger und wackelt damit. Naja, so krieg ich ihn nicht, das stimmt. Vielleicht kannst du ja gleich wieder einsteigen irgendwie. Ja, glaube ich nicht. Wack, 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 wack. Ja, da musst du auch irgendwie treffen können, das ist so blöd so. Ja, den kriegst du schon, der ist nicht so schlecht. Den triffst du jetzt noch ein, zwei Mal, das wäre platt. Ja, die Story. Innerhalb der Karte, innerhalb des Schatzes, befand sich ein altes Manuskript, das von großer Magie gesprochen hat. Das große Magie beschreibt.
Wenn du das magische Wort Alka-Sasam sagst und einen der Knöpfe drückst, verwandelst du dich in einen fliegenden Teppich. Ich meine, erscheint ein fliegender Teppich vor dir. Um den Teppich zu kontrollieren, halte den Jump-Button, um hochzufliegen, oder lass ihn los, um runterzufliegen. Nutze die Steuerung auf dem Controller, um damit eine Bewegung festzulegen. Da kommt aber ein Stottern, der André, oder? Ja, weil ich sag mal, im Deutschen, kannst du den Sinn übersetzen. This looks like good time to try out the new magic. The new magic, okay. Ala Kandildo kommt jetzt. Da muss man drücken, ne? Ja. Sprachausgabe, Alter. Ja. Das sollte doch mal irgendwann einen Knopf drücken. Pass auf, wenn du da drauf springst und den Jump-Buttons, also den Sprung-Button drückst, dann steigst du nach oben. Wenn du loslässt, sinkst du nach unten. Du musst da so ein bisschen das Gleichgewicht finden. Okay. Ja, spring, öfter springen, drücken, ja. Man muss ihn praktisch immer wieder drücken. Ja, aber genau. Schießen oder so muss ich nicht, ne? Ja, und das solltest du auch vermeiden. Okay. In den Wolken sind auch Sachen versteckt teilweise. Schwer. Ja, wie gesagt, ich meine, du spielst eigentlich einfach mal. Dafür schlägt sich schon wirklich gut. Du hast ja gesagt, ja, genau, der Holger hat schon. Da sehe ich eine Menge Potenzial in der Hose. Ach, das höre ich öfter. Da sind auch ein paar Extra-Leben irgendwo drin versteckt, aber ist jetzt erstmal egal. Ja, die habe ich jetzt nicht gekriegt. Und jetzt? Da erinnere ich mich nicht mehr. Übrigens grafisch schön gemacht. Jupp, verkackt. Scheiße, das hätte man mit Continue, würde ich mal sagen. Oder Passwort. Na gut, machen wir Continue. Wie das mit Save State funktioniert, das können wir ja mal irgendwann testen. Ob das auch hinhaut im Dual-Player-Modus. Oh, wir müssen nochmal machen. Jump. Erzähl doch mal was zu der Maschine hier. Ah, du meinst hier zum Mega Drive. Ja, technische. Das Mega Drive, dazu kann ich euch einiges erzählen. Und zwar. Passt auf, ich muss mal ein bisschen nachdenken. Virtuell? Virtuelles Nachdenken. Einen Moment. Ach du Scheiße, wir sind ja live auf Sendung. Ups. Einen Moment, das Mega Drive. Tja, was kann ich dazu sagen? Also, ein guter Kumpel von mir hat das Ding gehabt. Ich habe mir das öfters ausgeliehen. War auch eine super geile Konsole. Und erschienen ist das Mega Drive in Europa im Jahre 1990. Erst am 30. November. Das ist recht spät gewesen. Das war in den USA, war das schon am 9. Januar 89 zu kriegen. Und im Oktober... Oh, derselbe Fehler nochmal. Und im Oktober 88 ist das Ding veröffentlicht worden in Japan. Ja, was kann man dazu sagen? Das ist eine 16-Bit-Konsole. Technisch auch sehr, sehr gut ausgerüstet mit dem 68000er von Motorola, den auch der Amiga und der Atari ST hatten. Ja, und da gab es natürlich richtig geile Klamotten für. Super Controller. Die finde ich heute noch mit die besten Controller, die es damals gab, so was diese Kreuzcontroller betraf. Echt? Ja, die waren sehr, sehr gut. Die waren schon richtig, also auch besser als die Nintendo-Dinger. So Mega Drive Controller, konntest auch an Amiga anschließen. Und das haben auch viele gemacht. Die haben dann auch wirklich gemacht. Scheiße. Ja. Das ist so das Schöne am Mega Drive. Gab super Jump'n'Runs für nette Adventures. Es gibt auch ein Spiel, Holger, das ist so, wenn du das mal anfängst, Landstalker. Glaub mir mal, das wird dich in den Bann ziehen. Das ist ein Spiel. Und wie gesagt, Mega Drive war für mich immer persönlich was Besonderes. Vor Sonic the Hedgehog, das kam übrigens auch 1990 raus. Ich glaube Ende 1990 gab es dieses Alex-Kit in Miracle Volt oder wie das hieß, oder Wonder-Kit. Ja genau, das war doch das
Maskottchen damals, aber eigentlich mehr so das Master System Maskottchen wurde vom Mega Drive übernommen. Und dann wurde ein Entwicklerteam beauftragt, Maskottchen als Gegenprodukt zum Mario zu entwickeln. Das war damals Sonic the Hedgehog. Bei dem haben wir ja auch das erste Let's Play fertig, da muss ich jetzt nur mal irgendwie in den Kasten kriegen. Beziehungsweise Kasten ist drin, da muss ich nur mal auf die richtige Phase kriegen. Es ist schon... tricky. So, ich würde sagen, das ist die letzte Solo-Runde. Danach werde ich dann auch zugunsten Andres Mitspielkünsten. Bitte? Kaum habe ich es gesagt. Dass du da wieder mitspielen kannst. Genau, das sind die Köttel, Ducken. Das sind übrigens, ja, genau. Ja. Springen. Oh, ach du Scheiße. Ja gut, das ist überlebt. Ging ne? nicht! Ey, was ist denn? Hallo? Naja, gut. Ich kann das hier auch wunderbarerweise in Echtzeit weiter verfolgen. Wie schreibt man sich denn das Passwort auf, ey? Jetzt machen wir nochmal... machen wir ganz einfach nochmal im Schnelldurchlauf. Ich werde gleich ins Bettchen gehen. Street Fighter ist auch ganz wichtig, kann man auch gegeneinander zocken. Ja, können auch noch ein anderes Spiel ausprobieren, mir ist egal. Ah, ist okay für heute. Also machen wir dann im Schnelldurchlauf. Okay. Das war knapp. Komm, ich mach. Ich seil einen ab. Jo, wir werden das jetzt erstmal dieses zwei Level hier mal im absoluten Turbo-Modus mal erledigen. Wie sagt man, sind ja schon fast wieder tot. Bei Jump'n'Runs ist das auch, ja, da kriegen wir aber hin. Da oben ist gleich noch ein extra Ding, das schnappst du dann. Bei Jump'n'Runs darf man auch nicht erwarten, dass man es sofort kann. Das ist wirklich Übung notwendig. Wenn nicht, dann ein paar Runden geht das. Dann kommt, lass das Teil runter. Jo, korrekt. Gerade hat ein Bierchen am Hals gehabt. So. Ah, deswegen. Das Energieding, wie gesagt, lasse ich dir da oben. Ah, was ist denn hier los? Oh, dein Seil. Na, und kannst du jetzt erstmal echt Power holen. Siehst du? Links, da ist es wieder. Jo. Zäpfchen. Ich denke mal eher, das ist ein Bonbon. Vorsicht, nicht so schnell. Ach scheiße, das bin ja ich, der vorgelaufen ist. Kacke. Ich habe jetzt auf Sonic geguckt. Auf Donald geguckt. Auf Sonic. Ich krieg noch eine Latte hier. Wir erinnern uns, Sticker hintern. Warte, aber diesmal werde ich eins machen. Ich mach den Penner da noch platt. In der Hoffnung, dass er jetzt nicht da gleich wieder aufgebaut wird. Ja, Gott sei Dank nicht.
Wir erinnern uns, nicht runterhüpfen. Ich kletter mal hoch, guck mal, was da Sache ist. Hier war das noch nicht. Dann rauf mit dir. Warte, noch nicht weitergehen. Da ist ja auch noch irgendwas. Da gibt's den Geheimeingang. Das sehen wir gleich mal da unten. Nee, der war doch von unten. Da muss man unten dann hoch. Ach so, stimmt ja. Ja, genau, so war das. Besteig mich. Ja, es sieht doch schon wieder ein bisschen besser aus. Ich glaube, wenn wir gleich zu zweit sind, dann haben wir auch nicht die Wildwasserfahrt vor uns. Das wäre nicht schlecht. Die finde ich nämlich auch äußerst beschissen. Andererseits haben wir auch die Spinnen vor uns. Die sind auch. Ja, die sind total kacke, die Spinnen. Und die Kackwurst hier. Also, ich bin das nicht. Gut, das haben wir geschafft, den Part. Das ist schon mal nicht schlecht. So, pass auf. Warte, du brauchst ein bisschen Leben, habe ich das Gefühl, ne? Moment. Soll ich mal vorgehen? Na, ich mach schon. Warte. Das Gefährliche ist auch, wenn ich auf dir drauf lande. Das ist auch gar nicht so ungefährlich. Alter, mach keinen Scheiß. Ja, diese Steuerung ist ein bisschen rutschig. Das heißt, die glitschen, die beiden Typen. Oh, nee! Ja, ich sag mal, das passiert schon. Ja, komm, kommst du durch. Ficki, ficki, fick. Konzentrier dich auf die scheiß Spinne. Junge, mal eben Kaffee. Ich krieg einen Kackreiz, das kann nicht wahr sein. Kurz vorm Ende abgekackt. Nanu? Ich bin abgekackt, kurz vorm Ende, aber da war nur noch ein Luftspalt. Wo
Vorsicht! Na, in der Mitte aufpassen. Und nur zu zweit, Alter! Ich hoffe, der macht jetzt keine Scheiße. Nicht, dass der dich jetzt darüber zieht. Wie? Spring noch weiter! Scheiße. Ja, jetzt nicht da runter. Nee, hat nicht reagiert wieder. Irgendwas stimmt da nicht teilweise. Wenn du kurz nachdem du abgesprungen bist, wollte ich springen, ging nicht. Ja, du musst jetzt den Pott nach Hause bringen. Wo ist ja der Mickey? Oh, jetzt können wir sie zweimal treffen, das ist geil. Ja, das ist doch doof jetzt, können wir gar nichts machen. Vielleicht ja. Können wir sie irgendwie, keine Ahnung. Nee, ist normal. Scheiße, ich verdrück mich immer. Ja. Ich mach das jetzt mal mit dem magischen Carpet. Vielleicht kann ich das Leben holen. Ja, Mickey, bla bla und so, ne? Und der Schatz und alles wunderbar. Ich mach das mit dem. Das war jetzt die Kurzform, oder? Genau. Aber ich spring da jetzt drauf. Na gut, du steuerst, oder? Ne, ich muss steuern. Ne, ich steuer. Versuchen wir so viele wie möglich davon den Dingern einzusammeln. Ah, siehste, hat nicht geklappt. Nice, werter Mickey. Aber dann extra Leben einkassiert. Warte. Ja, und der Wasserfall, Wasserfahrt, da ist nicht gekommen. Wie viel Arsch ist der? Warte. Jo. So, hier rüber gehen. Ja, super, das ist natürlich sehr fair gewesen. Vorsicht! Ja, der zieht Pistole macht Bang. Ich weiß, was der macht. Ist immer ganz gefährlich, wenn die Typen noch leben und die kommen an, während ich dich dann hochziehe. Ja. Ich da lieber mal so ein bisschen vor. Da oben ist auch, da ist auch wieder so ein Scheiß. Warte mal. Ja, du musst dich hochholen. Ja,
ich muss erstmal gucken, dass sich da nicht was aktiviert. Darum geht's mir. Gucken erstmal, bevor wir aufspringen. Mach dir das platt, mach dir das platt. Ja, genau. Sehr geil, sehr geil. Super, jetzt muss ich nochmal hochholen. Bin da irgendwie runtergefallen. Warte mal. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich weiß gar nicht mehr, was hier abging. Irgendwo bricht gleich die Erde auf, das weiß ich noch. Komm. Pass auf, jetzt nichts machen, nichts mit Wedeln machen. Ich komm rüber, okay? Ja. Ah. Auch nicht mehr, also. Wenn die anfängt zu wedeln, dann kannst du nicht mehr richtig springen. Na gut, hier müssen wir wedeln. Boah, ich weiß gar nicht mehr, was hier abging. Bestimmt löst sich der Boden. Schnell. Hast du nicht. Ich scheiß mit dem Boden auflösen mal wieder. Komm auf meinen Kopf. Hey, wir müssen hier beide drauf. Okay. Pass auf, die Wolken nicht springen, die Wolken gehen kaputt. Hinterher, das kann, also die bewegt sich, die Wolke. Und jetzt? Oh, scheiße. Ja, noch haben wir noch ein paar Leben. Ja, man kann das aber auch so machen. Ja, genau, es geht auch, dass man so runtergeht. Oh, scheiße. Ich wollte da, wo du bist. Ganz schön schwer gerade, wa? Ganz laut sagen. Ist ein bisschen mit präzise und so, weißt du. Lösen sie sich auf? Ja. Da hättest du den Levels benutzen müssen. Wegwischen.
Oh, mit Soundeffekts. Da war ein extra Leben, scheiße. Wo war ein extra Leben? Ach, da. Nee. Nee, das ist Power. Extra Leben ist dieses andere Ding gewesen. Oh, was kommt denn da? Da bin ich doch bestimmt wieder da, wenn du das schaffst. Nee, schaffst du nicht. Kannst vergessen. Da unten bin ich doch. Guck, komm runter. Eine Bombe. Vorsicht. Vorsicht. Oh, du bist gleich da. Warte mal, warte, 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 warte. Ey, das ist echt Level-Ende anscheinend. Ach du, ja, wie ging das denn nochmal? Wieder ein Boss, wa? Ja. Bleib nicht da stehen. Alter. Ah komm, reicht auch für heute. Für heute ist genug. Okay. Für heute ist genug. Ja. Ja, das wird wahrscheinlich auch auf YouTube landen, ne? Ja, kann man, muss man. Ein Live-Let's Play. Könnt das ja gerne ein andermal nochmal machen. Müssen wir jetzt nicht unbedingt auf YouTube knallen. Warum? Ja, so. Weil wir es nicht durchgespielt haben, oder war das doch egal, dann? Ja, ehrlich. Nee, ich würde dann weglassen, das ist nicht so toll für du, YouTube. Doch, war top. Ach, nein, ich hab eine tolle Leistung geliefert. War scheiße. War wirklich scheiße. Wenn wir mal durchzocken, dann können wir das gerne mal auf YouTube machen. Aber das ist für ein Arsch gewesen. Ach, Quatsch. Nein, lass das weg, ich will da nicht einen Megadrive-Ordner drin haben, sonst. Okay. Auch wenn ich Sonic halt durchspiele und dann irgendwie sage, ja, ich tu das auf YouTube, dann war ich auch nicht, nee. Komm, das denn nicht. Kannst du es dann in einen Ordner machen, Mega Drive unfinished da, aber nicht als, als Let's Play, ist das für den Arsch. Livestream! Ja, trotzdem ist das Schrott. Ach, mein Gott. Das war, das ist definitiv nicht irgendwie, wo man sagen kann. Cool. Abgesehen davon, dass es natürlich Spaß gemacht hat, das ist eine andere Geschichte, aber für YouTube ist das zu bescheiden, die Leistung. Da muss man durch und dann ist das okay. Wäre was anderes, wenn das jetzt irgendwie Civilization oder Syndicate gewesen wäre. So, ich werde jetzt den Sonic nochmal machen, in 30 Frames diesmal. Ach, hast schon alles unterbrochen hier, oder wie? Ah. Na gut, dann beende ich mal den Stream, ne? War schon gut. Ganz lustig.